Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal mit einem Review. Mein erstes Review. Und zwar habe ich von Shakun dieses Netzteil zur Verfügung gestellt bekommen. Unter anderem auch noch zwei Gehäuse und ein weiteres Netzteil, was wir uns in naher Zukunft auch noch anschauen werden. Bei diesem Netzteil handelt es sich um ein 750 Watt Netzteil, was natürlich so für die gängigen Gaming-PCs völlig ausreicht. Wenn ihr zum Beispiel eine 3070 Ti und einen Ryzen 5800 oder 5900 betreiben wollt, natürlich auch Intel-Prozessoren, dann reicht dieses Netzteil vollkommen aus. Es hat eine 80 Plus Gold-Zertifizierung, sprich es liegt bei ungefähr 87% Effizienz, bei 50% Auslastung sogar über 90% Effizienz, das heißt Stromsparen, ja gut, wenn man das so nennen kann, ist es im einstelligen Prozentbereich, es gibt ja Bronze, Silber, Gold, Platin und Titanium, das macht sich nicht sonderlich bemerkbar. Wenn ihr natürlich die Kiste den ganzen Tag laufen habt und dann 365 Tage im Jahr, macht sich das schon irgendwo auf der Stromrechnung bemerkbar, aber 80 Plus Gold sollte es auch heutzutage schon sein bei solchen Netzteilen. Das ist aktuell bei Amazon für 94 Euro zu haben, sprich liegt ungefähr gleich auf mit ähnlichen Netzteilen bei 750 Watt, zum Beispiel BeQuiet verlangt da auch um so einen Dreh, vielleicht sogar ein bisschen teurer. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Es ist so, viele Reviews gehen natürlich mit den technischen Daten, sprich wie viel Ampere kann das auf der Schiene und was ist mit den Kabeln hier und Kabeln da und bla. Wir machen das heute mal ein bisschen praktischer. Und zwar, wenn ich das auspacken, dann seht ihr zumindest mal, was drin ist. Klar, es ist eine Art Unboxing. Und wir schauen auch mal nach den Kabellängen, wie viele Anschlüsse ihr habt und ähnliches. Klar, das sagen die anderen auch, aber ich will mehr so den praktischen Teil beleuchten. Viele reden auch immer über Lautstärke bei solchen Netzteilen. Ja gut, ein Netzteil ist meistens nicht lauter als eine Grafikkarte, die unter Volllast läuft. Wenn ich jetzt dieses Netzteil zum Beispiel in ein System einbauen würde mit einer 3070 Ti und eben einem leistungsstarken Prozessor mit Wasserkühlung, dann ist die Wasserkühlung und die Grafikkarte zusammen meistens lauter als das eigentliche Netzteil. Worauf ihr noch achten solltet, dieses Netzteil ist ein bisschen länger als andere Netzteile. Wenn ihr zum Beispiel jetzt ein System Power von BeQuiet nehmt, bei einem 500 Watt zum Beispiel, dann liegt ihr bei einer Länge von 140 mm. Dieses Netzteil hat 160 mm. Achtet also bitte darauf, dass ihr ein einigermaßen großes Gehäuse habt. Es muss kein Big Tower sein. Aber wenn ihr jetzt so einen 30-Euro-Bomber von Amazon holt, von mir aus von Aerocool oder LC Power oder wie die ganzen Dinger heißen, kann es passieren, dass dieses Netzteil dann nicht mehr da reinpasst. Wobei, wenn ihr ein System habt, was mit einem 750-Watt-Netzteil befeuern wollt, dann werdet ihr natürlich auch darauf achten, dass das Gehäuse dementsprechend gut aussieht und auch groß ist. Von daher mache ich mir da überhaupt keine Gedanken. Ich habe mir das Netzteil natürlich vorher schon mal angeschaut. Es ist allerdings so, ich hatte schon viele Netzteile von verschiedenen Herstellern und ich finde, dass das allgemein sehr wertig schon mal verpackt ist. Viele werden sagen, klar, unnötiger Verpackungsmüll, aber ihr könnt das ja auch noch anders verwenden, werde ich euch jetzt gleich noch zeigen. Hier haben wir zum Beispiel die Kabeltasche. Da sind alle Kabel drin, die ihr benötigt. Sprich, ihr könnt auch die weglassen, die ihr nicht benötigt. Es ist nämlich ein vollmodulares Netzteil. Es ist nichts an dem Netzteil sonst angeschlossen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ihr möchtet keine Festplatten oder ähnliches benutzen und ihr braucht dementsprechend keinen SATA-Stromanschluss, dann könnt ihr den einfach weglassen. Unter diesem Schaumstoff hier befindet sich das Netzteil, was auch nochmal in einer Tasche verpackt ist. Die ganze Geschichte sieht so aus. Die Tasche könnt ihr natürlich hinterher für was anderes noch verwenden. Ihr könnt da Schrauben reinpacken oder auch andere Kabel, was man halt so rumfliegen hat, wenn man ein bisschen am Computer rumschraubt. Hier ist die besagte Kabeltasche von Shakun. Die könnt ihr natürlich hinterher auch vielleicht als Kulturbeutel benutzen, wenn ihr in den Urlaub fliegt, da ein bisschen Duschgel, Zahnbürste oder so reinschmeißen, wie ihr möchtet. Schauen wir uns zuerst mal das Netzteil an. Wir haben hier eine Tasche mit Reißverschluss, ihr hört es auch gerade. Und dann haben wir bei diesem Netzteil auch zwei Switches. Und zwar ist das einmal der Zero RPM Fan Mode und dann gibt es den Fan Delay Mode. Dieser Zero RPM Modus zum Beispiel erlaubt euch, wenn das Netzteil nicht so stark belastet wird, sagen wir mal so bis 15% oder der Computer halt im Idle ist, dass der Lüfter sich gar nicht dreht. Sprich, ihr habt keine Geräuschemission. Das war eben das Thema, was ich sagte, wenn es unter Volllast läuft, da ist das Netzteil das geringste Problem. Aber wenn ihr mal nicht so viel Last habt und zum Beispiel einfach nur ein YouTube-Video gucken wollt, dann dreht sich der Lüfter nicht und ihr habt dementsprechend keine Lautstärke-Emission. Der Fan-Delay-Mode, der ist dafür gedacht, wenn das System ausgeschaltet wird, dass der Lüfter sich noch eine Minute lang weiter dreht und somit alle Komponenten vernünftig abkühlt. Das erhöht die Lebensdauer. Im Übrigen ist die Lebensdauer durchschnittlich 100.000 Stunden, das entspricht ungefähr 11 Jahren. Komischerweise gibt Shakun nur 3 Jahre Garantie auf dieses Netzteil, aber das ist halt das, was auf der Herstellerseite angegeben worden ist. Nur 3 Jahre hört sich jetzt natürlich auch komisch an, das ist halt so, die gesetzliche Gewährleistung beträgt 2 Jahre. Shakun sagt halt 3 Jahre Garantie auf das Netzteil. Ihr könnt das natürlich auch weiter betreiben, das wird nach 3 Jahren nicht abbrauchen, das denke ich nicht. Ansonsten muss ich wirklich sagen, was die Haptik angeht, wenn man das einfach mal so in die Hand nimmt, es gibt Netzteile, die fühlen sich sehr billig an. Das ist dann wirklich nur gebogenes Blech mit so schärferen Kanten und so richtig dünn. Das fühlt sich wirklich sehr wertig an, sieht auch gut aus. Klar, das Netzteil ist meistens so verbaut, dass man es nicht sieht. Es gibt aber auch Gehäuse, wo man ein Netzteil eben sieht. Und da macht es wirklich schon einen ganz guten Eindruck. Ihr habt vorne bei den Steckern, wo die Kabel natürlich reinkommen, auch schön die Bezeichnung. Das heißt, ihr könnt euch nicht großartig vertun. Auf den Steckern selber ist das auch nochmal verzeichnet. Und dann kommen wir jetzt mal zu der Kabeltasche. Kabeltasche, klar, vorne Shakun-Logo, ein Reißverschluss, finde ich sehr nice.
Auf der anderen Seite so ein Netz, warum, weiß ich nicht. Ich hätte es geschlossen besser gefunden, wenn ihr das zum Beispiel noch für was anderes benutzen wollt, wie eben als Kulturbeutel. Wenn ihr wirklich nur die Kabel da drin verstaut, dann macht das jetzt keinen großen Unterschied. Es sieht halt noch ein bisschen besser aus, klar, aber einen großen Sinn hat das jetzt nicht. Ich bin jetzt mal so frei, ich kippe das jetzt hier auf dem Tisch aus und dann schauen wir mal, was für Kabel da so drin sind. Zuallererst haben wir hier das kleine Säckchen mit den vier Schrauben, wo ihr das Netzteil hinterher ins Gehäuse einschraubt. Das sind grundsätzlich immer vier Schrauben, sind auch immer dieselben Lochabstände, das heißt, es ist relativ egal, was für ein Gehäuse ihr nehmt. Wie gesagt, achtet darauf, dass das Gehäuse groß genug ist, dass das Netzteil auch da reinpasst. Dann kommen wir jetzt erstmal zu den Adapterstücken. Wir haben hier zwei Adapterstücke, die gehen von SATA auf Molex. Molex ist zum Beispiel dafür gedacht, wenn ihr noch ältere Lüfter habt, die werden darüber angesteuert. Die laufen dann natürlich unter Volllast, sind dann dementsprechend dann auch laut. Oder unter anderem sogar für Beleuchtung oder es gibt auch Wasserkühlungen, die damit noch betrieben werden. Davon haben wir zwei Stück, das reicht natürlich erstmal aus. Es gibt auch noch ältere Festplatten, die das haben, aber heutzutage haben die meisten halt einen SATA-Anschluss. Dann haben wir tatsächlich noch einen Anschluss von SATA auf Floppy. Damit wurden früher die Diskettenlaufwerke betrieben. Ich habe gelesen, dass es mittlerweile wohl auch so ist, dass Soundkarten diesen Stromanschluss auch noch brauchen. Ist schön, dass er dabei ist. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht verwenden. Dann haben wir hier den Kaltgerätestecker. Der Kaltgerätestecker, das ist selbstverständlich eigentlich, dass es bei Netzteilen mit dabei ist. Wer meine Fertig-PC-Videos gesehen hat, hat schon mal gesehen, dass die Teile wirklich weggespart werden. Warum auch immer. Weil bei Netzteilen sind sie grundsätzlich dabei. Das ist bei BeQuiet so, das ist bei LC Power so und auch bei Sharkoon. Deswegen verstehe ich nicht, warum einige Hersteller sowas wegsparen. Ist natürlich blöd, wenn ihr ein System nach Hause bekommt und kein Stromkabel mit dabei habt. Dann haben wir hier natürlich den 24-Pin Mainboard-Konnektor. Den braucht ihr bei jedem Mainboard. Der ist hier vorne auch nochmal teilbar. Es gibt auch Mainboards, die haben tatsächlich nur 20-Pin. Aber so ist es natürlich vollständiger halber mit dabei. Jetzt kommt hier eine krasse Geschichte. Ich glaube, ich habe noch nie ein Netzteil gesehen in der 750-Watt-Klasse, was so viele SATA-Anschlüsse mitbringt. Wir haben hier drei Kabel mit jeweils vier SATA-Anschlüssen. Das ist schon eine ganze Menge. Da wird bestimmt auch eins oder zwei übrig bleiben. Die könnt ihr dann wieder in die Tasche packen, die mit dabei ist. Dann haben wir noch zwei Kabel für PCI Express mit jeweils 2x6+2-Pin-Anbindung. Das heißt auch für die ganz dicken Grafikkarten. Wie gesagt, die 3070 Ti, auch die 3080 Ti zum Beispiel, kann damit problemlos befeuert werden. Natürlich solltet ihr ein bisschen darauf achten, dass ihr effizient unterwegs seid. Dann müsst ihr vielleicht noch ein etwas stärkeres Netzteil nehmen. Wir haben hier jetzt die 750 Watt Variante, das gibt es auch noch als 850 Watt Variante und natürlich auch als 650 Watt. Wobei bei der 850 Watt Variante seid ihr auf der effizienteren Seite. Die 750 Watt reichen natürlich für ein Gaming-System erstmal völlig aus. Und das hier ist tatsächlich auch sehr interessant. Bei BeQuiet-Netzteilen zum Beispiel, zumindest die, die ich bisher so verbaut habe, sind meistens nur 2x4-Pin-Anschlüsse für den Prozessor mit dabei. Hier habt ihr noch ein zweites Kabel. Es gibt Mainboards da draußen, die haben zum Beispiel 2x4-Pin und dann nochmal 1x4-Pin zusätzlich, wenn ihr zum Beispiel übertakten wolltet, wenn der Prozessor mehr Strom verbrauchen sollte. Das ist hier schon mit dabei, bei 750 Watt keine Selbstverständlichkeit. Zu den Kabeln allgemein sei gesagt, es sind gesleevte Kabel, die auch durchgängig schwarz sind. Das heißt, wenn ihr einigermaßen Wert auf Design legt, im Gehäuse zum Beispiel, dann solltet ihr auf sowas achten. Es gibt nämlich auch gesleevte Kabel, die tatsächlich noch diese Standardfarben Rot und Gelb mit dabei haben. Die hier sind wirklich durchgängig schwarz, das heißt in dem Thema schon mal ein Pluspunkt. Denn es sieht im Gehäuse auf jeden Fall besser aus, wenn zum Beispiel so ein Mainboard-Kabel, wenn es jetzt um die Kurve geht, schwarz ist. Es gibt natürlich auch Cable-Mods, es gibt auch die Lianli Streamer Plus, die dann auch beleuchtet sind, klar. Aber finde ich gut, dass es hier schon mal so mit dabei ist. Schauen wir uns mal die praktische Seite an, und zwar die Länge dieses Kabels, ist die natürlich auch erstmal völlig ausreichend. Es gibt Netzteile, die haben etwas kürzere Kabel. Ich hatte bisher noch keine Probleme, dass ich irgendwas verbaut habe und gemerkt habe, oha, das Kabel, das ist aber ziemlich kurz, das klappt nicht. Es war aber schon manchmal sehr hart an der Grenze und ich muss hier wirklich sagen, die Kabellänge, die ist völlig in Ordnung. Jetzt zumindest auch das Mainboard-Kabel, die Grafikkartenkabel, wenn ich sie hier gerade so sehe, also sprich PCI Express, finde ich auch sehr, sehr gut und lang genug. Alles in allem finde ich dieses Netzteil wirklich in Ordnung, vor allen Dingen bei dem Preispunkt von 94 Euro für 750 Watt mit den ganzen Kabeln mit dabei, voll modular, dann noch die Taschen, gut, das ist ein nettes Gimmick, das ist jetzt nichts Besonderes, aber auch die Adapter für Molex und ähnliches, das passt. Es ist leider ein Single-Rail-Netzteil, sprich Multi-Rail wäre besser, vor allen Dingen, wenn es jetzt zu den Sicherheitsmechanismen geht. Dieses Netzteil hat so ziemlich alle Sicherheitsmechanismen, zum Beispiel Überspannungsschutz und Unterspannungsschutz, Kurzschlussschutz, Temperaturschutz, alles, was man sich so vorstellen kann. Trotzdem wäre mir ein Multi-Rail-Netzteil tatsächlich lieber gewesen. Das macht jetzt keine großen Probleme. Wenn ihr jetzt Overclocker seid, freut ihr euch wahrscheinlich sogar mit darüber, weil ihr über eine Schiene die kompletten 750 Watt abrufen könnt.
dass das Netzteil nicht frühzeitig ausschaltet. Für euch als ganz normale Gamer, wenn ihr euch ein System zusammenstellt, ist es jetzt nicht so wichtig. Und ich kenne auch nicht so viele Leute, die ein Netzteil wirklich dauerhaft bei 100% belasten, dass ich da wirklich Probleme kriegen würde. Vielen Dank nochmal an Shakun für die Bereitstellung dieses Netzteils. Ich werde natürlich jetzt auch demnächst noch die Videos machen zu den entsprechenden Gehäusen. Welche das sind, werde ich euch später verraten. Beziehungsweise wenn ihr meinem Instagram-Kanal folgt, dann werdet ihr schon sehen, was für Gehäuse das sind. Das wäre es dann auch schon wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und lasst mir ruhig mal einen Kommentar da, wie ihr das Review fandet. Wenn euch noch was fehlt, dann sagt bitte Bescheid. Freue mich sehr über euer Feedback, soweit es denn wirklich normal kritisch ist, beziehungsweise keine Beleidigung oder ähnliches dabei rumkommen. Und dann freue ich mich auf das nächste Mal. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.